Die Schrebergartenanlage in Oberath war für den Kleingärtnervereinsvorsitzenden Gerold Schäfer immer eine Oase der Ruhe im Alltag. Doch wenn er sich jetzt hier umschaut, ist er entsetzt. Brandstifter haben im letzten Jahr 2 Hütten und ein leerstehendes Haus abgefackelt. Dazu kommt eine Serie von 60 Einbrüchen. Zuletzt war sogar das Vorstandszimmer betroffen. So richtig wohl und sicher fühlen sich die Kleingärtner hier nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe regelrecht Angst. Jetzt gerade auch durch den letzten Einbruch hier, den Einbruchsversuch in meinem Vorstandszimmer. Da muss ich sagen, ich komme hierher mit gemischten Gefühlen. Beziehungsweise wir sind ja hier verbunden mit einer Bewahrungsgesellschaft, wenn ein Einbruch vorkommt. Ich liege manchmal nachts im Bett, werde wach und denke, hat jetzt das Telefon geklingelt? Hat das Telefon nicht geklingelt? Muss ich raus? Was mir schon passiert ist, dass ich nachts um 2, 3 Uhr hierher gefahren bin, weil irgendwas war. Also man fährt mit gemischten Gefühlen jetzt hier raus in seinen Kleingarten. Da können selbst die Lieblingswachmänner der Deutschen nicht helfen. Natürlich hat es auch früher Kriminalität im Kleingarten-Idyll gegeben. Da wurde mal ein Vorhängeschloss aufgebrochen oder ein Obdachloser in einer Hütte entdeckt. Doch die Vorfälle finden jetzt wesentlich häufiger statt. Es ist auch so, dass gerade jetzt in der letzten Zeit, gerade im Jahr 2012, mit brachialer Gewalt eingebrochen wird. Man reißt also Gitter, die ins Mauerwerk eingelassen sind, die reißt man einfach raus, ja, um dann in die Hütten reinzugelangen. Diese Qualität hatten wir früher nicht. Die Gartenbesitzer sind wütend und enttäuscht, denn der Schaden ist immens. Viele sind außerdem unterversichert und bekommen daher nicht die ganze Schadenshöhe erstattet. So mancher überlegt ernsthaft, die Hütte nicht mehr neu herzurichten. Wer weiß, wann man wieder an der Reihe ist. Für Unverständnis sorgt auch das wenig spektakuläre Diebesgut. Da wird Geschirr, ob Bestecke, Gläser, Tassen, das wird gestohlen. Alltagsgegenstände werden in den meisten Anzeigen aufgeführt. Wertvollere Ware scheint die Diebe nicht zu interessieren. Oft werden Bohrmaschinen oder auch Fernsehschirme werden einfach stehen gelassen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tätern und ist auch nachts mit Zivilstreifen auf den Schreberwegen unterwegs.